Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute Coca Mate, der weltweit erste legale Coca-Tee. Da steht's. War nämlich hier, das habe ich entdeckt im Biomarkt. Und da lag zum Glück hier dieser Flyer dabei. Und der verrät nämlich hier einiges noch drüber. Also koffeinhaltig steht da schon mal. Und das will ich euch natürlich hier euch nicht vorenthalten. Der weltweit erste legale Coca-Tee mit frisch aufgebrühtem Mate- und Schwarztee sowie Orangen- und Zitronensaft schmeckt Coca Mate einzigartig frisch und nur leicht süß. Das klingt schon mal ganz gut. Dann sind hier noch so ein paar einzigartiger Geschmack, erfrischend und belebend, 100% natürliche Zutaten, wenig Zucker, Bio-Qualität, kein Aromen, vegan und glutenfrei. Wow, also alles da drin, hier steht's. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden, was ist da jetzt irgendwie legal, illegal oder warum legal. Es ist tatsächlich so, also Coca, die Blätter des Coca-Baumes, da steckt Kokain drin. Und man darf die deshalb zum Beispiel, also in Peru oder so, wo das angebaut wird, unter anderem, die darf man von da nicht hier einführen, weil der Mate de Coco, wie er dort heißt, unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Ja, weil die getrockneten Coca-Blätter Kokain enthalten. Und da ist natürlich, hat mich interessiert, wie kriegen die das hin, das legal zu machen? Das bleibt aber denen ihr Geheimnis, verraten sie nicht. Aber was ich dann zumindest gefunden habe, ist, was Coca-Tee denn überhaupt so für Wirkungen haben soll. Er soll Magenbeschwerden lindern und ansonsten, das steht auch hier, koffeinhaltig, ist er so ein bisschen wirkt wachmachend wie ein Kaffee oder ein starker Tee. Ja, dann, was steht hier noch so drauf? Hier steht noch ein bisschen Coca-Mate, der weltweit erste Coca-Tee als Erfrischungsgetränk. Der Geschmack peruanischer Coca-Blätter, abgerundet mit Schwarztee und Mate, natürlich ohne Zusatzstoffe. Aber was ist jetzt wirklich drin? Zutaten: Teeaufguss. Aha, ja, der besteht aus Wasser, Schwarztee, Mate, Zucker, Orangensaft, Zitronensaft, Kohlensäure, Coca-Tee. Ach so, das ist dann das nächste. Der Coca-Tee, nee, Coca-Tee-Extrakt. Immerhin 1,2 Gramm pro Liter. Da können wir sie jetzt dann ausrechnen, wie viel da irgendwie drin sein könnte oder nicht. Koffein ist noch drin, Zitronenöl aus und vieles ist Bio. Ah, genau, hatten wir schon gesagt. Koffein, die offizielle Bezeichnung lautet koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk aus Mate und Schwarztee mit Coca-Tee-Extrakt. Achtung, erhöhter Koffeingehalt. 25 Milligramm pro 100 Milliliter, habe ich jetzt nicht geguckt, wie viel es jetzt wirklich ist. Aber für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht zu empfehlen. Und das Ganze stammt vom Getränkewerk aus Gießen, also mitten aus Hessen. Also irgendwie aus Peru einführen und dann in Hessen abfüllen, zubereiten, wie auch immer. So sieht das Ganze aus und ich mache es jetzt mal auf. Bin schon sehr gespannt. Ja, riecht wie Mate-Tee. Und schmeckt wie Mate-Tee. Jo, also Coca-Mate. Jo, also die Einzelzutaten haben sie jetzt ganz gut abgestimmt. Das ist ganz nett. Ja, ein bisschen Tee, Schwarztee schmeckt mal raus. Also das kann man sicherlich sehr gut als Eistee trinken. Und wie Sie sagen, es ist nicht so süß. Sieht man hier, wie viel Zucker drin ist. Immerhin 4,4 Gramm. Was, glaube ich, nicht so viel ist. Was war es für eine Limo? Braucht man irgendwie 6, 8? Irgendwie sowas. 8%. Jo, das ist auf alle Fälle eine Alternative. Ich weiß jetzt noch nicht wirklich, wie die Wirkung ist. Ich will das jetzt auch nicht abpumpen. Das ist natürlich auch immer, was Leute gerne haben hier, wenn ich Mate-Tee trinke, will ich auch bisschen den Koffeinkick. Ja, das müsst ihr selber ausprobieren. Für Leute, die Mate-Tee mögen, ist das sicherlich eine Alternative. Und ob das jetzt irgendwie noch zum Wohlbefinden oder irgendwas beiträgt, kann ich leider nicht sagen. Ist vielleicht auch einfach dann der Marketing-Gag. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Probiert es einfach und wir hören und sehen uns bei uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.